Da, mit dem Pilz. Du hast eh nichts geschafft, kannst du Farmer werden. So. Und du kriegst die Indie irgendwas. Wenn es dann irgendwann machen. So, jetzt kann aber der Kundschafter mal wieder was schaffen. Warum der Fischer es nicht auf die Reihe gekriegt hat zu angeln, ist mir bei ehrlich gesagt ein Rätsel. Wir könnten mal eine Schreinerei bauen. Aber der Brunnen hat jetzt Vorrang vor mein neues Bauprojekt setzen. Das bauen wir jetzt auch erstmal noch nicht. So, wen wollten wir da noch mal reinsetzen? Ich glaube den Bruchsteinabbauer. Aus dem haben wir nicht irgendwann ein Steinmetz. Jorun, gut. Das klappt auch nicht immer, dass die sich toll finden und dann irgendwie heiraten. Manchmal muss man die auch irgendwo in die Pampa schicken, weg von den anderen, damit das besser klappt. Läuft die nämlich sonst irgendwo wieder hin? Also, geht doch. Warte. Hat's geklappt? Wo läuft der denn jetzt hin? Ach, der greift sich dafür nach. Nee. Schwätzt er mit der Falschen? So, blöd. Ja, für mich das Wetter mit der Tio irgendwas, aber die ist auch schon vergeben. Ja, von mir aus. Dann lauf halt rum und such dir eine eigene. Wenn du eine findest. Ah, da hat's geklappt. Schön, kann Dachziegel herstellen. Das heißt, wir können das hier aufwerten, auf Ausbau. So, der Brunnen ist gebaut. Das heißt, eigentlich müsste der Bäcker jetzt in der Lage sein, auch mit dem Mehl, genau, der hat Mehl hergestellt, um mit dem Wasser jetzt Brot herzustellen. Dann verhungern die mir nicht mehr. Und sobald die erstmal keinen Hunger mehr haben, fangen die auch mal an, Kinder in die Welt zu setzen. Der andere liegt im Busch und pennt. Komm, marschier.
Komm, wir geben einfach mal allgemeinen Marschbefehl in die Dunkelheit. Soll er mal marschieren? So, die wird erweitert. Dann können wir jetzt mal ein Steinmetz. Das ist auch ein bisschen doof. Ja, dann machen wir es halt dahin. Wenn wir die Schmiede eh schon haben. Ah, warte mal, die Schmiede brauchen wir gar nicht bauen. Oder? Genau. So. Eine Kaserne brauche ich noch nicht. Ich habe ja nicht genug Leute. Eine Viehzüchterei wäre natürlich nicht schlecht, aber dafür fehlt mir immer noch die Leute. Wobei, wir können sie ja schon mal setzen. Und den Brunnen setzen wir auch gleich davor. Die brauchen nämlich auch einen Brunnen. Können ja schon mal irgendeinen zum. Den brauchen wir im Moment nicht unbedingt. Ich glaube, wir brauchen keine drei Bauarbeiter, gell? Viehzüchter, wenn es denn mal auswählbar ist. Fische, Jäger, Kundschafter. Geht gerade gar nicht. Gut, dann bleibst du erstmal Bauarbeiter. Oh, jemand ist gestorben. Wie zum Geier das denn festgebracht? Wer war Geest? Und warum ist er da hoch in die Wölfe gelaufen? Wir betrauern das Ableben von Geest, wie auch immer es war. Oh! War Geest unser Kundschafter? Nee, steht hier wahrscheinlich irgendwo im Busch. Ja. Also an Kisten ist hier kein Mangel auf der Karte. Das Problem ist bloß... Jede Menge Zeugs. Heiltrank, check. Wer war Geest? Wir haben eine Töpfe. Eine Bauarbeiter, Kundschafter, Träger, Lehm, Brot, also Bäcker. Träger, Abbauer Holz, Schmied, Müller, Farmer, Bauarbeiter, Abbauer Holz. Wer war Geest? Stärkeramulett. Da ist jede Menge Amulette und so Krempels drin. Oh, und Wölfe. Finde ich nicht in Ordnung. Das ist ja gemein.
Ey, ich brauche meinen Kundschafter noch. Okay, wir bedauern gleich das Ableben von Harald, dem tapferen Kundschafter, der die falsche Kiste geöffnet hat. Jetzt wissen wir, dass es nicht nur Schrödingers Katze gibt, sondern es gibt auch Schrödingers Wölfe. Okay, nee, sie lassen ab von Harald. Sie haben ihn ordentlich angeknabbert, aber sie lassen ab. Wie kann er die nochmal verwenden? Oder verwendet er den von allein? Aha. Ja, ihr habt Kisten aufgemacht. Okay, das bietet uns jetzt auch gerade zwei Möglichkeiten. Okay, das sind jetzt unsere neuen Freunde, denen wir handeln können. Ich habe mich ja schon gewundert, wer hier das Dingsbums da hat. Hier diese Wegweiser gesetzt hat. Ach, guck mal, die bauen sogar noch. Die breiten sich auch aus. So, bum, bum, bum. Treibt der eigentlich? Der bastelt die ganze Zeit. Der macht die ganze Zeit Kurzschwerter. Also eigentlich kann man das einstellen, was er machen soll. Aber der muss halt die Rohstoffe fördern. Es kann sein, dass der die Rohstoffe fördert. Jetzt können wir Bienenstock bauen. Kann immer noch kein Viehzüchter werden. Genau, mit Honig kann er noch Kuchen backen, glaube ich. Okay,
wirklich dran bauen tun sie ja nicht. Aber warum? Sie brauchen Bruchstein. Ja, wo ist das Problem? Ach, war Gerst der Bruchstein-Fuzzi? Gießt? Kann das sein? Abbauer Lehm. Abbauer Holz. Abbauer. Ja. Nee, wir hatten einen aus der Szene schon mal umgesetzt. Wir haben plötzlich zwei Holz. Unolf. Wir haben wie. Wir haben zwei Holzabbauer. Der war vorher Steinabbauer. Du sollst doch Bruchstein abbauen. Ja, und das ist halt letztlich auch ein bisschen mein Problem bei Cultures gewesen. Ich habe immer relativ schnell den Überblick verloren in diesem ganzen Mikromanagement. Es ist halt unheimlich chaotisch, finde ich persönlich. Weil halt jeder macht, wie er lustig ist. Die wuseln in der Landschaft herum. Einer wird plötzlich von der Wölfefresse. Man weiß überhaupt nicht recht, was er da überhaupt zu suchen hatte. Der eine legt sich plötzlich in den Busch und pennt. Alle anderen bleiben stehen und warten drauf, bis der dann wieder irgendwann arbeitet und wieder mal Stein ranschafft. Man braucht eigentlich unheimlich viele Leute, damit das mal dass sie mal in Schwung kommen. Also man braucht im Prinzip, also dadurch, dass ich ja erstmal einen zum Farmer machen muss. Dann hat der genug Erfahrung, dann mache ich ihn zum Müller. Dann muss ihn jemand anderes zum Farmer machen. Dann mache ich den Müller zum Bäcker. Der Farmer wird zum Müller und jemand muss wieder Farmer werden. Das heißt, ich muss die schon mal anlernen. Das braucht alles seine Zeit. Zusätzlich, irgendwie, die müssen ja wiederum auch noch beliefert werden. Ich brauche ja jemanden, der dann baut. Ich brauche jemanden, der das wegträgt. Ich brauche jemanden, der die Rohstoffe rankart. Holz, Lehm, Stein, sowas. Dann brauche ich aber auch wieder den Lehm. Der Lehm abgebaut, den mache ich dann zum Töpfe. Weil der hat die Erfahrung. Da muss aber jemand wieder Lehm abbauen. Und ich kriege die Leute ja nur, wenn ich sie jetzt nicht gerade zufällig in Kisten finde, kriege ich sie ja nur dadurch, dass die Kinder zeugen. Und das mit dem Kinderzeugen kommt aber auch erst in Schwung, wenn die zufrieden sind und ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen. Vorher kriegen die halt in der Hinsicht auch nichts auf die Reihe. Und das zieht sich dann auch so ein bisschen und man kommt relativ schnell, also zumindest ich komme immer relativ schnell in das Problem, dass mir halt die Leute im Prinzip ausgehen, die ich brauche für bestimmte Sachen. Und jetzt aus jemandem, ja, das ist halt, finde ich, immer so ein bisschen das Problem. So, wo ist jetzt unser Kundschafter? Da machen wir bei der Kiste auf. Vielleicht haben wir Glück, da hockt noch irgendwie einer drin und ausnahmsweise mal kein Wolf. Wobei ich langsam auch immer überlege, einen Cut zu setzen. Weil mir ging es jetzt hier eigentlich nur darum, nochmal zu zeigen, wie eigentlich so quasi normalerweise bei Cultures das abläuft, nämlich mit dem Siedlungsbau, also mit dem Siedlungsbau. In dieser Story-Mission mit dem Wunder ist das ja irgendwie alles ein bisschen anders geregelt. Und ich würde sagen, dass. Oh Scheiße, da war schon wieder ein Wolf drin. Und noch mehr. Ja, okay, wir verabschieden uns gleich von Harald. Weil ich gerade echt nochmal gern wissen würde. Wieso nutzt er den Heiltrank nicht? Ach, jetzt hat er ihn genommen. Ich habe einen Baum angeklickt. Okay, das war es gerade mit dem Heiltrank. Zack. Und jetzt rennt der aber auch ständig einfach bloß im Kreis, so will er die ja nicht los. Eigentlich sollte man Kundschafter, zack, und das war es auch mit Harald. Man sollte Kundschafter eigentlich nur in Begleitung von einem Trupp Soldaten losschicken. Ja, und da sind wir wieder beim Punkt, wo soll ich die Leute nehmen?
Und es zieht sich. Es zieht, das Spiel zieht sich, finde ich, unheimlich. Man braucht Stunden. Weil, wie gesagt, man muss ja erstmal das in den Schwung bringen, bis die mal anfangen, Kinder zu zeugen, damit man braucht, die man ja braucht, um das noch größer zu machen, alles. Abgesehen davon, die müssen ja erst noch die Erfahrung sammeln, damit die bestimmte Berufe erlernen können. Erst wenn sie Beruf erlernen können und das Gebäude wird gebaut, schaltet sich ja wieder was frei. Ich kann ja irgendwie immer noch keinen zum Viehzüchter machen, obwohl ich durch diesen Fund aus dem Dings... Aber mal den Jäger. Der Jäger kann auch Viehzüchter werden. Ich kann gar nicht aus dem hier... Mensch, das habe ich da vergessen. Der Jäger ist das, aus dem ich die Näher machen kann und den Jäger... den Viehzüchter, weil der die Erfahrung mit Tieren hat als Jäger. Das ist auch... Also das mit diesem Erfahrungssystem ist halt auch so ein bisschen... Es, ja. Ach, das war Geest. Geest war der Jäger. Oder? Mein Jäger hat ins Gras gebissen. Tja, ja. Das war toll. Schön. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ja, komm, Freunde, nach, wir setzen hier mal den Cut. Wenn ich euch quasi das normale Cultures noch zeige, dann spielen, machen wir das mal. Dann machen wir wirklich mal ein Let's Play auf. Und dann fangen wir mit normalen Cultures mal an, mit der allerersten Mission. Und dann spielen wir das mal durch. Dann dauert das halt einfach mal 10 Videos oder so. Aber jetzt würde ich sagen, beim 8. Weltwunder, lassen wir es mal dabei gut sein, weil mir ging es ja wirklich darum, hauptsächlich euch zu zeigen, okay, das ist eben eine dieser Zusatz, also es ist ja, eigentlich ist es ja ein Standalone-Add-on, wenn man es mal genau betrachtet. Es ist ja die gleiche Engine, es ist so ein bisschen, glaube ich, noch aufgebohrt worden, aber ich glaube, grundsätzlich ist es die gleiche Engine, das gleiche Spielsystem, bloß eben mit dieser Story jetzt, mit diesem Weltwunder, das wollte ich euch zeigen und für die eben, die noch nie Cultures gesehen haben, wollte ich eben noch mal kurz, wenigstens kurz in so eine normale Mission mal reinspielen, damit man das mal sieht, wie das eigentlich eigentlich gespielt wird. Nämlich eben wie eine Mischung, also ich sag weiterhin wie eine Mischung eben aus Siedler und Sims. Wie gesagt, es ist ein bisschen aufwendiger, dauert alles viel länger. An bestimmten Punkten muss man sagen, nervt es auch so ein bisschen, wenn man da endlos vom Computer hockt und denkt, das gibt's doch nicht, ey, jetzt kriegt doch endlich mal ein Kind. Ich brauche unbedingt frische Soldaten. Oder ich brauche jetzt unbedingt jemanden, der dieses oder jenes baut oder macht oder tut. Und man wartet da und wartet und guckt, wie sie im Busch liegen und schlafen und sich unterhalten und was essen und dann wieder sich unterhalten. Das ist, also das hat mich schon bei den Sims genervt gehabt, wenn die nicht zu Potte kommen, sondern den halben Tag mit Essen aufs Klo gehen beschäftigt sind. Und das finde ich bei Cultures auch manchmal. Also ich habe damals, ich persönlich habe halt damals wirklich lieber die Siedler gespielt. Die haben dann doch ein bisschen effizienter gearbeitet und weniger viel sich mit Leben vergnügt. Ist halt Geschmackssache. Cultures hatte seine Fans oder hat seine Fans und das auch zu Recht. Es ist ja auch ein wirklich schönes, wuseliges Spiel. Aber wenn man wirklich effizient Aufbaustrategie betreiben will, wie zum Beispiel Caesar 3 oder von mir aus eine Siedlerei, dann kriegt man hier früher oder später echt übelst Haarausfall, wenn die einfach nicht zu Potte kommen. Freunde der Nacht, ich verabschiede mich aus Cultures, dem 8. Weltwunder. Wir sehen uns wieder bei Cultures, da gibt es mehrere Teile, die werde ich euch nach und nach auch alle ins Afrika Games Archiv bringen. Jetzt aber an der Stelle können wir festhalten, ihr wisst jetzt, dass es das Spiel gibt. Wir wissen jetzt, wie es aussieht. Wir wissen jetzt, was man hier macht. Dementsprechend bin ich zufrieden. Ich setze hier den Stempel drauf. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.